das uns heute anregen und vielleicht auch anstoßen will, das findet sich im Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das da, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen gestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Liebe Gemeinde, Wasser kostet nichts. Das waren noch die guten alten Zeiten, in denen dieser Satz gegolten hat. Das muss schon ziemlich lange zurückliegen. Inzwischen hat sich da einiges geändert. Gut, das Glas Wasser für den Durstigen ist ein Liebesdienst, den wir auch heute Morgen umsonst zur Verfügung stellen. Keiner muss dafür bezahlen. Aber das Wasser für den täglichen Bedarf, das ist eine eigene Wirtschaftsgröße geworden. Wasser ist nicht mehr umsonst hier bei uns in Kronberg oder sonst wo in Deutschland. Inzwischen regelt die Stadt Kronberg, welches Wasser wir haben und sogar wie wir es verbrauchen dürfen. Denn wer in diesen Tagen auf die Homepage der Stadt Kronberg geschaut hat, hat schon bereits die ersten Regularien entdeckt, die unseren Wasserverbrauch bestimmen. Wasser wird in diesen Tagen zu einem knappen Gut. Das Gießen im Garten soll bald wieder untersagt werden, heißt es. Inzwischen ist es nur zweimal die Woche erlaubt. Und damit greift die Stadt ein, wie wir unser Leben gestalten, wie wir in unserem Wohnumfeld leben und es gestalten. Öffentliche Reglementierung des Privaten, das scheint der Ausweg zu sein, durch den man Krisen lösen kann. Hier auch die Wasserkrise in diesem Sommer. Es gibt einen, der schreibt uns vor, was wir zu tun haben, und wir folgen. Der Blick in die Regentonne zeigt, dass es mit dem Wasser umsonst vom Himmel für die nächsten Wochen wahrscheinlich vorbei ist. Das Regenfass ist trocken gefallen und es besteht keine Aussicht, dass die Gnade des Himmels es wieder füllt in den nächsten Wochen. Wir können sogar froh sein, dass wir Wasser für das tägliche Leben überhaupt noch ausreichend zur Verfügung haben. Aber die Zeiten, in denen Wasser ein Überflussgut war, die sind ja sogar in Deutschland, ja sogar im wasserreichen Deutschland schon vorbei. Frühere Generationen konnten das noch voraussetzen. Wasser ist ein Gut, das hat man sozusagen selbstverständlich. Wir lernen damit, wie mit einem Rohstoff zu haushalten. Wir hoffen allerdings, dass wir niemals in die Lage kommen werden, dass uns mal jemand einladen muss auf ein Wasser, damit wir unseren Durst stillen können. Wenn wir auf die Situation in anderen Ländern blicken, ist nämlich die Lage viel, viel dramatischer. Es ging durch die Nachrichten, dass in Südindien Millionen von Menschen derzeit von einer Wasserknappheit betroffen sind. Wenn dort der Tanklaster vorfährt, dann strömen die Menschen zu Tausenden herbei, um wenigstens etwas davon zu ergattern, von diesem kostbaren Nass, das sie sonst nicht bekommen können. Für diese Menschen wäre das ein erlösender Ruf, wenn einer riefe: kommt und holt euch Wasser umsonst. Sogar im Bundesstaat Kalifornien ist die Wasserparty zu Ende. Die Region ist von einer jahrelangen Dürre heimgesucht. Und jetzt soll der exorbitante, unkontrollierte Wasserverbrauch in Kalifornien eingedämmt werden. Wir als Deutsche können uns das gar nicht vorstellen, dass es in den Haushalten keine Wasseruhren gibt und dass man jetzt erst beginnt, dort Wasseruhren zu installieren und die Menschen sich dagegen wehren, weil sie das schon als einen Eingriff in ihre Privatsphäre begreifen.
Der Lebensstil in Kalifornien beruhte bislang darauf, dass man jahrhundertealte Wasserreserven unwiederbringlich verbraucht hat. Das lässt sich sogar aus Satellitenfotos ablesen. Und eine der landwirtschaftlich produktivsten Regionen der Erde muss neu planen, muss einen Dürreplan vorlegen. Unsere Weihnachtsplätzchen haben wir immer mit kalifornischen Mandeln gebacken. Ist das für uns in Zukunft vielleicht vorbei? Vorzeichen für einen Wechsel weltweit? Damit liegt sie wieder auf dem Tisch. Die Frage, die von Kanzeln so oft behandelt worden ist, die Frage nach unserem Lebensstil. Das tut sie ja häufiger auf dem Tisch liegen, die Frage nach dem Lebensstil. Aber irgendwie haben wir den Eindruck, das hat sich verschärft. Die Debatte hat sich verschärft. Und diese Lebensstildebatte geht ja auch an Kronberg, geht ja auch an uns, an unserem täglichen Leben nicht vorbei. Letztes Jahr in der schrecklichen Dürre wurden einmal die Zahlen des Wasserverbrauchs in Kronberg veröffentlicht. Und da wurde eigentlich etwas offenbar, was wir bislang hingenommen haben, aber jetzt drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Es wurde nämlich der Wasserverbrauch des Golfplatzes in Kronberg mit veröffentlicht. Und es war klar, dass dieser fast ein Viertel des Verbrauchs darstellt, von dem, was in Kronberg an Wasser verbraucht wird. Ist das eine soziale Debatte wert? Zeigt sich der soziale Unterschied bei uns inzwischen auch schon daran, wer wie viel Wasser wofür verwenden darf? Werden wir als Verschwender offenbar? Vielleicht fühlen wir uns berührt von Gottes Frage, die er seinem Volk stellt, und nehmen sie auch als eine Frage an uns wahr. Warum verschwendet ihr eure wertvollen Reserven? Warum zahlt ihr sauren Verdienst für etwas, was nicht satt macht? Man könnte diese Frage dahingehend erkennen. Sie könnte fragen, warum wässert ihr einen Golfplatz, der keinen Menschen ernährt? Ein Beispiel, dass wir für etwas bezahlen, was nicht wirklich hilft. Dieses Beispiel hat die Stiftung Warentest ausgerechnet in diesem Monat vorgelegt. Sie haben es vielleicht auch gelesen. Da wurden die stillen Mineralwasser getestet. Das, was man in Flaschen abgefüllt kaufen kann. Und die stillen Mineralwasser sind ja im Moment der große Hit. Wenn ich mit irgendjemandem irgendwo hingehe, dann ist immer die Bitte, ich hätte gern ein stilles Mineralwasser. Das ist sozusagen das Getränk im Augenblick. Das Ergebnis dieser Untersuchung war ernüchternd. Fast alle Mineralwasser bleiben deutlich in der Qualität hinter dem Leitungswasser zurück. Einige Mineralwasser weisen sogar gesundheitsgefährdende Keime und Reststoffe auf. Wir trinken aber lieber Wasser aus der Flasche, weil uns das die größere Illusion von Reinheit und Hygiene gibt. Eigentlich doch verkehrt oder verrückt, was wir uns da so denken. Wir zahlen dafür und wir zahlen lieber dafür, für das Wasser in der Flasche, wenn man das auf den täglichen Konsum aufrechnet, 2-3 Flaschen pro Tag, dann gibt es im Jahr eine beträchtliche Summe. Und tatsächlich ist das Wasser aus dem Hahn qualitativ das Bessere. Und das gäbe es ja umsonst, abgefüllt vielleicht in einer offenen Karaffe. Ist uns das ein Beispiel, wie wir in anderen Bereichen unseres Lebens genauso einer Illusion erliegen? Zu glauben, wir würden das Bessere bekommen und haben doch eigentlich das viel Schlechte? Offensichtlich denken wir Menschen, es muss erst teuer sein, bevor es gut ist. Das war ja vielleicht auch so ein Wahlsatz, der, wie meine Oma Ihnen vielleicht auch vermittelt worden ist. Zahl lieber was für ordentliche Qualität, dass du was dafür hast. Wir würden gerne viel bezahlen, wenn wir uns sicher sein könnten, dass wir dafür auch Qualität bekommen. Aber das scheint nicht mehr zu stimmen. Dieser alte Satz einer qualitätsorientierten Generation, der wird inzwischen benutzt, um uns zu verführen, vielleicht sogar, um uns auch zu betrügen. Was kostenlos ist, das verachten die Leute. Man muss Eintritt nehmen, damit eine Veranstaltung etwas wert ist. Man muss Geld verlangen, damit Leute das nicht missachten. Das, was man umsonst bekommt, wird achtlos beiseite geworfen. Was teuer ist, danach streben wir.
Und das behandeln wir gut oder achten wir dann auch drauf. Also müsste man doch eigentlich auf alles, was wir für teuer achten, ordentlich Geld verlangen. Ist Wasser noch zu billig in unserem Land? Wir hören die Frage nach unserem Lebensstil nicht gern. Denn die Frage impliziert ja oder lässt den Verdacht aufkommen, mache ich denn im Augenblick gerade etwas falsch? Könnte es sein, dass ich falsch lebe, jetzt so wie ich lebe, wo ich doch eigentlich in dem guten Gefühl lebe, ich mache es richtig? Vielleicht mögen wir diese Frage auch nicht, weil wir nicht so genau wissen, was soll sich denn verändern? In welche Richtung kann man denn etwas verändern? Da fällt dann auf, dass Gott überhaupt gar nicht konkret sagt, was sein Volk falsch macht. Er sagt ja nicht ganz klar, dasjenige solltet ihr lassen und dasjenige solltet ihr tun. Die Jugendlichen, die in diesen Tagen auf den Straßen protestieren, sind da viel, viel konkreter. Sie protestieren gegen uns, gegen ihre Eltern und Großelterngeneration, die sagen, euer Lebensstil ist es, der uns unsere Zukunft kostet. Wir brauchen jetzt endlich eine Veränderung. Diese Botschaft zu hören, fällt schwer. Wir debattieren, wir geraten in Streit. Wir fragen uns, ob diese Kritik an unserem Lebensstil auf den richtigen Voraussetzungen beruht und wer überhaupt ein Recht hat, eine solche Kritik zu formulieren. Gott debattiert nicht, zum Glück. Und statt Kritik ist es ihm viel wichtiger einzuladen. Gott schimpft nicht, sondern sagt, komm. Gott lädt uns ein und er wirbt um uns. Ja, er spürt wohl sicher auch unsere Skepsis gegen seine Einladung, denn wenn man von Gott eingeladen wird, dann weiß man ja immer schon oder hat zumindest den Verdacht, der wird mich jetzt sozusagen in eine Bescheidenheit hineinführen wollen. Wenn Gott mich einlädt, dann darf ich nicht so leben, wie ich jetzt lebe. Und eigentlich will ich weiter so leben, wie ich jetzt lebe. Eigentlich würde ich sogar noch mehr verbrauchen, als ich jetzt verbrauchen kann. Es hat jemand festgestellt, sobald Menschen finanziell in der Lage sind, fliegen sie. Und sie fliegen immer mehr, je mehr sie finanziell in der Lage sind. Mobil zu sein, sich über den Globus bewegen zu können, hat offensichtlich so eine Attraktivität, dass es uns hineinzieht, sobald wir das können. Das gilt wahrscheinlich auch für viele andere Punkte. Und wenn dann Gott ruft und sagt, komm, dann haben wir den Verdacht, Moment, will der jetzt was von uns, was wir selber nicht wollen? Wenn uns das Leben, das wir heute führen, so gut gefällt, warum sollten wir uns denn verändern? Warum sollten wir uns zu einer Bescheidenheit nötigen lassen? Ein einfacher Verzicht, das hat keine Freude in sich. Gottes Einladungsruf geht vor allen Dingen an diejenigen, die spüren, dass sie nicht satt geworden sind. Gottes Einladungsruf geht an diejenigen, die in unserer modernen Verschwendungsparty das Gefühl haben, irgendwie geht das doch an dem vorbei, was ich vom Leben erwarte und was ich im Leben brauche. Er ruft diejenigen, die sich in den bestehenden Verhältnissen nicht wohlfühlen. Er ruft diejenigen, die sagen, kann das wirklich die Zukunft unserer Welt und meiner Enkel und deren Enkel sein, was wir da machen? Es gibt Menschen, immer wieder Menschen, die sagen, so kann es ja nicht weitergehen. Es muss eine Veränderung endlich geben. Sie spüren einen Hunger nach anderem Leben. Es ist die Frage an uns, ob unsere Ohren so eingestellt sind, dass wir diese Töne der Veränderung auch hören. Es ist die Frage, ob wir bereit sind, auf solche Frequenzen auch zu hören, dass das Leben sich vielleicht auch bei uns verändern muss, damit es noch eine Zukunft geben kann. Einer Einladung folgt man freiwillig. Eine Einladung ergeht, ohne dass man gezwungen wird, irgendetwas zu tun. Die Menschen, die sich unwohl fühlen in dieser Zeit, wer ist das? Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu rechnen, aber ich will es einmal wagen zu formulieren, wer könnten diese Menschen sein, die sich in unseren wunderbaren Tagen unwohl fühlen? Das sind diejenigen, die denken, dass wenn wir unseren Verbrauch steigern, das Leben nicht einfach schöner wird. Ein Ereignis wird nicht besser dadurch, dass es einfach immer aufwendiger wird.
Das hat vielleicht jeder schon einmal erlebt, bei einem Ereignis, einer Party oder sonst einem Anlass, den er ausgestaltet hat. Es macht die Sache nicht unbedingt schöner, je mehr Geld man ausgibt und je großartiger und spektakulärer das Ganze geworden ist. Menschen, die weniger haben möchten, dafür aber mehr sein möchten. Menschen, die nicht so sehr Wert darauf legen wollen, dass etwas Äußeres ihnen gehört, sondern die sagen, ich würde gerne in einer Gemeinschaft leben, die sich bewusst ist, dass sie miteinander für das Leben und für die Zukunft einsteht. Es sind Menschen, die nicht die Verschwendung suchen, weil sie nicht glauben, dass uns Luxus ein hohes Ansehen verschafft. Es gibt ein gutes Gefühl, wenn man sich etwas leisten kann, was nicht jeder sich leisten kann. Es gibt eine Steigerung des Selbstwertgefühls, wenn man sozusagen an einer Verschwendung, an einem Verbrauch teilhaben kann, der vielen anderen verwehrt ist. Aber reicht das fürs ganze Leben? Werden diese kleine Zahl von Menschen, die das Gefühl haben, wir brauchen etwas anderes, werden die reichen, um einen Wandel herbeizuführen? Gibt es denn in unseren Gemeinden, gibt es denn in unserer Kirche genug von diesen Menschen, die der Meinung sind, irgendetwas müsste anders werden? Oder wird doch der Weg so sein, wie manche Politikwissenschaftler und Soziologen sagen, es wird eine rigide Ökoherrschaft geben, die uns zwingen wird, vernünftiger zu leben, als wir jetzt tun. So wie die Stadt Kronberg mit einer Verordnung zur Abwehr von Gefahren, Schaden uns dazu zwingen wird, mit Wasser anders umzugehen. Verordnungen, die unter Strafe stellen. Das ist der Weg, den Menschen sich ausdenken können, um aus der Krise zu kommen. Gott lädt uns ein. Er lädt uns ein, weil er unseren Lebenshunger stillen will. Und er wirbt um uns, weil er nämlich möchte, dass wir uns freiwillig dahin begeben. Leider haben wir diese Freiwilligkeit in unserer christlichen Tradition oft missachtet. Und einer, der das verursacht hat, ein großer Geist, den ich sonst eigentlich sehr schätze, Kirchenvater Augustin. Er hat nämlich das Gleichnis, das wir gerade gehört haben, vom großen Abendmahl ausgelegt. Und er hat es so ausgelegt, dass Zwang darin erlaubt ist. Er hat nämlich gesagt, in diesem Gleichnis heißt es doch, dass die Menschen von den Hecken und Zäunen genötigt werden sollen, in den Saal hineinzukommen. Und so darf der Staat dann auch die Menschen nötigen, in das Abendmahl hineinzukommen. Diese Auslegung von Augustin hat in der Kirchengeschichte verheerende Folgen und bis heute noch liegt über Kirche der Geruch von Zwang. Aber Gott möchte das gar nicht. Er möchte uns freiwillig zu sich holen. Denn nur wenn wir freiwillig kommen, hat das überhaupt Bestand. Unsere Gemeinden, unsere Kirche, sie sind bemüht, einen Beitrag zu leisten, um unsere Lebensgewohnheiten zu verändern und um mit den Rohstoffen schonend umzugehen. Jetzt im Augenblick läuft in unserer Gesamtkirche gerade eine Initiative, die geradezu gigantisch anmutet. Es sollen nämlich alle Versorgerverträge, Stromanbieterverträge so umgestellt werden, dass in unserer Kirche nur noch Strom verbraucht wird, der nicht aus Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken stammt. Schon allein so etwas umzusetzen, ist ein gigantischer Verwaltungsakt. Aber man macht sich die Mühe, wir machen uns die Mühe, um vielleicht damit etwas doch erreichen zu wollen. Um vielleicht der Welt zu sagen, wir haben Gottes Einladung gehört, es geht doch auch anders. Lassen wir uns dazu einladen. Ich weiß, dass Gottes Einladung uns zunächst einmal vor die Frage stellt, und was mache ich jetzt heute ganz konkret? Was heißt das für mich und meinen Lebensstil? Ich werde Ihnen von hier oben nicht vorschreiben, was Sie tun sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sind eingeladen, darüber nachzudenken. Geht es nicht auch anders? Und können Sie dann darin in diesem Anders erleben, dass es auch gut, vielleicht sogar besser ist? Denn Gott verspricht uns, wo wir uns zum Wohl der anderen einsetzen, wo wir sozusagen dem Weg Christi folgen, da werden wir Zufriedenheit erleben. Da werden wir auch erfüllt sein von der Gewissheit, dass das gut ist, was wir tun.
Vielleicht können wir auf diese Einladung vertrauen. Die Europäische Union hat vor kurzem eine Richtlinie vorgelegt, die auch uns betrifft. Es ist ausdrücklich eine Richtlinie. Es ist keine Verordnung und kein Gesetz. Die Union schlägt vor, dass Restaurants in Europa künftig Leitungswasser umsonst auf den Tisch stellen sollen. Menschen sollen nichts dafür bezahlen, wenn sie das Leitungswasser konsumieren. Für alle anderen Getränke ja, aber das soll frei auf dem Tisch stehen. Großes Geschrei natürlich unter der Gastwirtschaft, aber dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch und vielleicht werden auch einige folgen. Aber für die Durstigen sind das auf alle Fälle sehr gute Nachrichten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.